Hi, neues Hausbau-Update. Paul ist wieder mal fleißig gewesen. Hier sieht es jetzt so aus. Diverse Schraublöcher auch schon verspachtelt. Hier sehen wir, wo wir die ganze Platte gehabt haben. Wurde sie jetzt an der Stelle geschnitten. Da, wo die Kanten aufeinandertreffen. Und dann hat er hier sich noch so eine Dreiecksplatte rausgeschnitten. Und auf der anderen Seite genau das Gleiche. Das ist jetzt die Dachform. So sieht es aus. War ja auch interessant mal zu sehen, wie das mit der Schräge gemacht wird und alles. Aber ist doch auf jeden Fall gelungen, würde ich mal behaupten. Des Weiteren im Abstellraum auch schon diverse Spachtelarbeiten gemacht. Hier sehen wir auch, dass er zugange ist mit dem Staubsauger und mit der Giraffe, um die Spachtelarbeiten entsprechend zu schleifen. Hier schon recht fortgeschritten. Merkt man schon, dass es eine komplette ebene Schicht am Ende sein wird, die dann komplett gemalert werden kann. Und dann sieht es gut aus. Hier hat er auch hier schon angefangen, die Schraubenlöcher zuzumachen. Und dann kommt da Spachtelmasse entsprechend in die Fugen rein. Und dann noch mit dem Gewebeband, Rissband oder wie auch immer das heißt. Und dann nochmal rüberspachteln. Und so nimmt es alles hier Gestalt an. Jetzt habe ich auch die Dichtungsflansche. Kann ich jetzt bei der Terrasse einmal gleich die Außensteckdosen noch fertig machen. Die 2,5 Quadratbrücke habe ich auch. Und hier ist auch schon ein bisschen weitergekommen. Okay. Naja, ich finde übrigens, die sehen komplett gut aus zu der Fassade. Hab keine besseren gefunden. Und wenn wir hier einen Wasseranschluss haben, dann werde ich mal einen Hochdruckreiniger anschließen und draufhalten. Danach können wir es mal aufmachen und gucken, ob da Wasser eingedrungen ist, weil einige Leute das mit dem Dichtungsflansch dem Ganzen irgendwie nicht vertrauen. Aber wird schon in Ordnung sein. Die sieht auch schön aus. Und jetzt gehe ich einmal nach da hinten, wo wir zwei Stück bekommen.
So, das sieht jetzt auch gut aus. Kann man auf jeden Fall so anbieten. Kannst du normal aufmachen. Und wird auf jeden Fall funktionieren. Top. So, jetzt habe ich hier mal Spannung drauf gegeben, sodass wir einmal messen können. Da haben wir hier an der rechten Seite die Phase. Links haben wir Neutralleiter. 241 Volt. Lass zuschalten, vibriert. Und jetzt kann ich mit der anderen Messspitze mal auf den Schutzleiter gehen. Haben wir auch 240 Volt. Lass zuschalten. Zack, FI ausgelöst. FILS in dem Fall. Weil der Fehlerstrom über die Erde jetzt abgeleitet wurde. Okay, jetzt bin ich für 4 Tage lang in Frankfurt gewesen. Deswegen sieht mein Auto auch dementsprechend aus. Hier Tüten von Hauper, UP1 von Kaiser, Konkurrenzprodukt Primo und so weiter und so fort. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es bei meinem Schwager jetzt so aussieht. Deswegen würde ich sagen, wir gehen einmal rein und gucken gemeinsam, was hier passiert ist. Und dann noch im Anschluss, also nicht in dem Video, aber ich schaue nochmal bei meinem Grundstück vorbei. So. Hatten wir ja hier auf der Terrasse gemacht, das Ganze mit der Außensteckdose, welche jetzt auch funktioniert. Gerüst steht noch hier im Flur. Jetzt muss ich selber mal gucken, was hier alles neu ist. Hier ist an sich nichts. Gästezimmer bestimmt auch immer noch so mäßig als Abstellraum, genau. Wo diverse Produkte stehen. Hier Verschnitte, hier noch. Ah, siehst du, Dachbodenluke ist da. Die hat Paul bestellt. Jetzt kann er entsprechend auch Maß nehmen bezüglich der Luke. Da hat er nämlich, sage ich euch gleich, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, sonst sind hier noch diverse Regenrinnen, aber gleich, wenn wir nach oben gehen, dann gucken wir einmal. Bei der Messe habe ich auch tatsächlich das Gehäuse vom E3DC in Form von Hager gesehen, wo dann hier so Hager draufsteht und in dem normalen Weiß und nicht in Schwarz. Aber ist egal, so ist es jetzt. Hier ist alles noch beim Alten, da noch diverse Weiland-Produkte. Die Heizungsbauer sind ja noch nicht fertig, hier fehlt noch ein bisschen was mit Wasser, das muss ja noch abgeändert werden, das ist ja nur provisorisch. Und die Wasseruhr und alles, das ist auch nur ein Provisorium. Hier zum Bau, Wasser abzapfen, da kommt noch ein bisschen was hin, originale Wasseruhr und alles mögliche. Gucken wir dann am Ende später. Küchenbauer haben wahrscheinlich noch nicht weitergemacht hier in der Küche, um diverse Beanstandungen, wie sagt man, Beanstandungen, naja, wie auch immer, nacharbeiten, so. Haben wir das auch einmal geklärt. Dann bleibt tatsächlich nur noch oben. Da bin ich gespannt, wenn die Dachluke eingebaut wird. Siehst du, das mit dem Holz nämlich. Da hat er ja einmal die Plane komplett zugemacht. Darüber haben wir auch keine Dämmung in dem Fall. Wird doch mal wieder interessant werden, dann da hochzusteigen und zu gucken. Hier ist ja die komplette Decke jetzt in der Form. Und hier habe ich gesagt, du musst ja auch hier noch, wie die Gipskartonplatten sind, einmal mit einem Holzbalken und mit einer Gipskartonplatte das hier einmal machen, damit es auch entsprechend. Aber da wollte er gucken, wie weit er eventuell noch da rein muss, mit einem weiteren Holzbalken plus Gipskartonplatte, um den Ausschnitt extrem passgenau zu haben. Oh, hier richtig gut von den Spachtelarbeiten her geworden, kann man sagen. Das ist ja schon soweit ausgereift. Hier sieht es noch so aus. Hat er sich da die Leitungen auch so nach oben gekringelt, damit die nicht stören. Hier auch noch weiter gemacht. Einmal diese Fuge hier verspachtelt. Und da oben alles. Und hier haben wir ja die Schräge einmal. Aber das sieht jetzt auch in der Form aus. Genau, da ist noch die Abstellraumlampe drin und sonst nichts. Hier auch schon weitergemacht mit Spachtelarbeiten. Im Schlafzimmer.
Da hat er jetzt Hauptaugenmerk drauf gelegt. In der Zeit, wo ich weg gewesen bin. Okay. Hier muss auch noch dann am Ende wahrscheinlich mit Gipskartonplatten gemacht werden, die Verkleidung von WC und Waschbecken und alles, was dazugehört. Verschallung hier rausnehmen. Und dann noch die Dusche einbauen. Und eine Waschmaschine fertig machen. Aber die Wände müssen ja erstmal noch so weit gemacht werden, damit es überhaupt gemacht werden kann. Und sonst die Räume haben wir schon gesehen. Okay, dann wird er hier wohl noch weiter dann die Fugen spachteln. Weil die Schrauben hat er jetzt schon so weit gemacht. Mehr ist hier auch nicht passiert. Und in der Garage auch nicht. Unter Verteilung habe ich ja gesetzt, eine Steckdose provisorisch hingebaut. Deswegen wäre es das tatsächlich hiermit. Wir können auch mal kurz gucken bezüglich vom Dachboden, wie das Ganze da aussieht. Obwohl es ja noch verpackt ist. Ich würde es doch nicht auspacken, aber ich würde gern dabei sein. Ich frage ihn mal, wenn das in Angriff genommen wird, sich damit hier auseinanderzusetzen. Ja, ich mache es nicht auf. Hier ist halt einfach nur eine Leiter. Die Luke hier aus Holz, der Rahmen, alles komplett fertig vom Hersteller. Hier auch noch solche gelben Griffe, um sich daran festhalten zu können beim Auf- und Absteigen. Gut. Und hier konnte er auch nicht weitermachen. Ich habe ihm zwar die Lochsäge, er wusste ja nicht, dass die Lochsäge bei mir im Auto liegt, aber das machen wir auch gemeinsam, ähnlich im Auto, sondern in der Garage, wo ich nach Frankfurt fuhr. Da hatte ich nämlich einen Großteil der Werkzeuge und Maschinen zu Hause gelassen, weil in der Stadt kannst du nie wissen. Genau. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!